So, Aufnahme. So, und da sind wir nun wieder bei dem Samstag-Highlight-Spiel aus unserer Sicht. Mhm. Weil jetzt gibt es wieder Druck auf Daniel. Ja. Dementsprechend haben wir auch schon fast verraten, worum es geht. Es geht um das Bayern-Spiel vom Samstagnachmittag, 29. Spieltag. Deutsche Fußball-Bundesliga. So, es trifft der 1. FC Augsburg in seinem Heimspiel auf die Super Bayern. Bah, nee. Auf den FC Bayern. Das kann ich so nicht stehen lassen, das ist ja schlimm. Die Bayern haben wieder ein bisschen was gut zu machen. Ja. Hier bei FIFA, als auch in der Realität. Am letzten Spieltag gab es für Daniel ein 0:2-Klatsche gegen Hoffenheim. Und das schien auch ein bisschen gewirkt zu haben, dann auf das richtige Spiel in der Bundesliga, weil da gab es dann auch für die Bayern einen Punktverlust. Nicht ganz so schlimm, aber immerhin noch ein 3:3 gegen Hoffenheim. Ja, schlimm, genau. Ja. Diesmal absolute A-Aufstellung, diesmal ist der Tom Starke nicht im Tor. Dazu konnte man dich auch leider nicht überreden. Du mit dem Ex-Bayern im Kader. Ja, und vor allen Dingen auch mit einem, glaube ich, zukünftigen Dortmunder. Und einem zukünftigen Gladbacher. Und einem zukünftigen Gladbacher. Ich habe im Prinzip, also im Prinzip spielt die ganze Bundesliga jetzt gegen die Bayern. Ja? Und wenn einer nur ein bisschen gut spielt, wird er gleich wieder weggekauft. Richtig. Ja. So, Neuer im Tor, Mandzukic im Sturm. Ja. Die zwei, die ich natürlich am liebsten habe. Ich habe die große Freude gemacht mit meiner Aufstellung. Gell? Ja. Ich hoffe mal, dass ich Mandzukic verletze bis zur 20. Minute. Ist nicht schlimm, ich habe Pizarro auf der Bank. Damit kann ich leben. Der trifft ja nicht. Wie man bereits im Champions League-Spiel gesehen hat. Ja, auch unglücklich. So, hier, ich habe wohl Anstoß. Das sieht so aus. Sascha Mölders ist übrigens der Einzige, der, glaube ich, in der letzten Saison ein Tor mit seinem Hintern geschossen hat. Ja, der macht ja auch mit allem Tore. Vor dieser Partie. Das Spiel, es kann beginnen. Mario Götze. Da kämpft er, der Arjen Robben, um den Ball. Kein Problem für den Gegenspieler. So ein Geschenk nimmt er gerne. Ja, ich merke schon, du gehst in die Harte. Du packst das harte Zeug alles, ja. Oh, 11 Meter! Das ging ja schnell. Oh, hat sich dieser scheiß Franzose fallen lassen, oder was? Ah, nee, aber er ist nur mit einem Foul zu stoppen. Und auch noch vom zukünftigen Gladbacher. Ja. Jetzt! Hier, wo ist das ein Foul? Wo ist das ein Foul? Erzähl mir doch nichts, er hat den Ball gespielt. Absolute Fehlentscheidung. Ja, ach nee, ich erwarte von dir, dass ich erwarte von dir, dass du freiwillig vorbei steht. Das erwarte ich einfach von dir. Dass du freiwillig vorbei schießt. Ah, Scheiße, Mann. Das Schlimme ist, guck mal, du hattest schon einen Vorteil. Ich hatte Robben Ball hat gespielt. Geschossen. Mein Vorteil war, dass ich Ball gespielt habe. Ja, guck mal, ich war schon fertig. Ich hätte gar nicht pfeifen müssen, ey. Das ist wie der Kagelmann. Das ist wie der Kagelmann, der auch alles nur für die Bayern pfeift. Wir gucken uns nachher das nochmal in den Highlights an. Also nicht den Elfmeter, sondern das Foul zum Elfmeter. Weil der Elfmeter... war aber überragend gut geschossen. Nö, überragend gut geschossen. Wir hören, Dennis hat jetzt einen anständigen Spielbetriebstemperatur. Jetzt wird's lustig. Das war doch kein Foul. Der Hahn hat doch eindeutig hat er den Ball gespielt. Mann, ey. Aber um das mal kurz abzuhören, FIFA war sehr lieb zu Robben. Sie haben ein bisschen mehr Haare gegeben. Weil so viel hat er nicht mehr oben drauf wie hier. Richtig. Die Bayern sind Favoriten. Und sie führen. Applaudierst du fertig? Was? Also die stehen ja überall, diese scheiß Bayern. Scheiße vertreten. Na verdammt. Ja, komm. Wäre sowieso abseits gewesen. Ich wollte eigentlich Ribéry haben. Drecksfranzose. Er hat gerade kurz Pluspunkte gesammelt. Ich merke ja, schon. Aber nicht bei mir. Wer mit Minderjährigen knallt, der kriegt bei mir keine Pluspunkte.
alles Kriminelle, ey. Guckst du dir an. Alles Kriminelle bei den Bayern. Mann, 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 Mann. Aber das, da ist der Bayern-Fan in dir ruhig, ne? Wenn ich Fakten auf den Tisch lege, da sagst du nichts mehr. Hast du auch geheult, als Uli Hoeneß geweint hat hier bei der Mitgliederversammlung? Ach! Ja, da kommt was auf uns zu. Dante. Schöner Flankenball. Mandzukic wartet schon. Sascha Mölders. Zu Spieler. Wie Sascha Mölders. Ach, ja, komm. Abseits. Komm, brauchst du gar nicht zu beschweren. Na gut, okay, 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 okay. Okay, aber ich glaube, den hätte ich nicht geguckt. Jetzt auch nicht. Du kannst nur gewinnen, wenn du Elfmeter kriegst, Junge. Also, damit mein Tor doch nicht ganz so kalt wird. Ja. So war's geplant. Wo denn? Alaba. Toni Kroos. Ribéry angeschossen. Ball raus. Oh nein. Da macht mal irgendeine Abwehr auch noch einen Fehler. Und du nutzt sie nicht aus. Dante. Ja, zwei, vier, zwei. Ich sag ja, ohne Elfmeter triffst du es doch nicht. Ohne Foul bin ich nicht zu stoppen. Siehst du, es war kein Foul. Hast du gehört? Es war kein Foul. Es war kein Foul. Das war jetzt nicht eine 20-minütige Verspätung von dem Elfmeter. Doch. Aber sicher. Schöne Aktion. Kann er sich den Ball holen? Und Achtung, der könnte passen. Mölders! Ich erhöhe den Druck, mein Freund. Ja, so ein bisschen. Götze? Guck hier noch hinterher, ne? Oh. Ja, das muss Eckball geben für den FC Bayern. Ah ja, der käufliche Götze, ne? Aber bei Bayern sind sie ja alle käuflich. Da ist ja Geld immer so ein großes Thema. Das, ja. Geld ist zu langsam. Aber, wird's abgedroschen, mein Freund. Wisst ihr, aber keine Steuern zahlen wollen. Ja? Zu langsam wird's abgedroschen. Rummenigge und Hoeneß. Rummenigge und Hoeneß, ja. Zoll, ach, ich zahle keinen Zoll, ich bin doch der Herr Rummenigge. Das, so stelle ich mir das vor. So geht der da durch den Pisser. Ist nur noch angepisst wegen dem Elfmeter. Das, und dadurch, dass er Götze gekauft hat, dass er jemand das gekauft hat, summiert sich. Guck mal, ihr habt einen Hummels von uns gekriegt. Na, weil ihr dachtet, daraus wird nichts. Richtig. Hm? Habt ihr mal Glück gehabt? Ah ja. 4-2 Elfmeter mal wieder. 4-2 DFB, super geil. Oh, hier guckt ihr nochmal das Foul an. 5-3 guckt ihr nochmal das Foul an. 5-2 war die Pokalfinale. Ja. Oh, hier, Götze. Unwiderstehlich. Hm. Wenn beim Götze ein Angebot kommt, was unwiderstehlich ist, greift er sofort zu. Ich spiele für den Verein. Ich bin Borussia durch und durch. Ach, guck mal, da liegt eine Mark vom FC Bayern, da bücke ich mich mal.
Mulli, fick mich von hinten. Somit habe ich es auf den Punkt gebracht. Wollen wir weiterspielen? Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit. Es wird einige Dislikes geben. Aber Bayern-Fans, die googeln ja auch nicht nach ihren Spielen. Nee, weil. Tun sie ja nicht. Aber die Augsburger. Ja, die werden sich freuen. Philipp Lahm. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Altinter. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Schweinsteiger am Ball. Abseits. Abseits. Nee. Schweinsteiger, furchtbarer Pass. Ball im Aus. Furchtbarer Pass. Absolut furchtbar, dieser Schweinsteiger. Ich weiß schon, die Kommentare von im Grunde gefallen dir nie, gell? Aber wenn es mal sowas geht, schon, gell? Schweinsteiger. Naja, auch ein blindes Huhn findet man kommen, ne? Oh, ganz schlimmes Foulspiel. Ja, Mandzukic muss sofort vom Platz. Ja, ich sofort bin's vom Platz. Guck dir das mal an. Hier, das ist ein Foul. Das ist ein Foul. Das war nicht beigespielt, wisst ihr. Aber ein Elfmeter geben. Ja. Nach wie vor profitiert einfach die Bayern von den gekauften Schiedsrichterentscheidungen. Herrliche Flanke. Mandzukic. Mandzukic. Mandzukic trifft nicht. Komm. Bin ich wieder Florian. Ich hau ihn hoch weg. Hast du das gesehen? Was denn? Das ist so lächerlich. Körpereinsatz. Das ist so lächerlich. Und wenn ich den Ball spiele, wird gepfiffen, ey. Das ist doch nicht mehr wahr. Komm mit Abseits. Der Schiedsrichter entscheidet. Oh, musst du mich immer nur abseits stellen? Also wenn der Ball nicht ankommt, müssen die auch nicht abseits fallen. Ja, also ganz ehrlich. Weil da versauen die mir es auch wieder. Mhm. Ja, du könntest ja einen schönen Konter draus machen. Dann. Ja, genau, sieht ziemlich aus. Aber wie die echte Bundesliga auslegt mit der Vorteilsregelung, ja. Na, abseits. Mhm. Aber der wäre auch nie angekommen. Abseits. Was auch gegen die Laufrichtung des Spielers war. Mhm. Muss. Hättest du sowieso nicht reingekriegt. Ganz alleine, aber leider halt auch im Abseits. Also, da war nicht mal gleiche Höhe. Jetzt, hast du gesehen, hat nochmal nachgeguckt. Naja. War kurz nachher. FIFA. Sascha Mölders. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Jetzt aber! Oh. Ja. Außenspiel heraus, wie man Tore schießen muss. Da habe ich jetzt echt geschlafen. Wie man Tore schießen ich muss. Ich hab geschlafen. Hervorragend. Ja, wirklich geschlafen. Ach, geschlafen. Null Chance hat sie gehabt. Schnupper mal, Daniel. Schnupper mal. Das ist wunderbar gemacht. Hat er bei Bayern gespielt. Perfekt ins Eck. Wunderbarer Schuss. Wunderbar. Ja. Außenspiel heraus. Absolut hervorragend. Glück gehabt. Absolut hervorragend. Glück ist ein Elfmeter, mein Freund. Das war auch reinstes Glück. Genau, Elfmeter war reinstes Glück. Götze. Groß. Mario Götze. Für den Gegenspieler. So ein Geschenk nimmt er gerne. Und der ist alleine durch. Keine Sekunde. Das, mein Freund, das ist ein Foul, wo es einen Elfmeter geben darf. Das ist der Schiedsrichter. Das ist Mr. Gnadenlos. Rote Karte. Und die Bayern, sie müssen reagieren. Sie müssen ihr taktisches jetzt komplett umstellen. Da rutscht er immer aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel. Ach, du willst den Ball ja gar nicht. Er wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig.
Jetzt schön den Controller verdecken. Ja. Damit der Kollege bloß nicht sieht, wo wir hinschießen wollen. Ich hab das Spiel das angegeben. Ach, fuck, ey. An der Stelle bleibt nur festzuhalten, dass selbst mein Torwart gegen die Bayern trifft. Sehr schön. Was hast du gesagt? Vorhin verzüglich geschossen. Wirklich unhaltbar. Guck mal, der Holter. Hier, Torschütze zum 2-1 Führungstreffer und wahrscheinlich zum wichtigsten Tor des Spieltages. Oh, fuck ab. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich sage ja, mindestens ein Unentschieden ist für mich gewonnen. Und so läuft das sehr gut. So läuft das sehr gut. Hab ich geahnt. Oh, komm. Schwer im Zeit ohne Ende. Betäubender Lärm, hoffentlich hört man uns noch. Die Stimmung ist grandios. Die Fans sind wild entschlossen, die Kugel notfalls ins gegnerische Tor zu peitschen. Man kann in diese Stimmung jetzt eintauchen und diese Unterstützung, das kann der entscheidende Faktor sein. Halt hinter. Und da jubeln sie. Ja! Ich krieg gerade gar nichts mehr gebacken. Ja, Mann! Oh, nee. Träumchen, wer hat eigentlich geschossen? Ich hab gar nicht gedacht. Ach, du Dortmunder! Der Dortmunder war's. Sehr gut. Ja, leck mich auf den Arsch. Das Schlimme ist, ich mag ja die Dortmund. Donchi. Mario Götze. Von Donchi, so heißt der, glaube ich. Werfen wir zu dritt in den Ball rein, da passiert gar nichts. Aber auch mal hinten dicht jetzt. Und 3-2 kommst du vielleicht noch ran nach der Ecke. Aber. Nichts war. Am Missgeschick dieses Spielers. Das war aber auch eine unglückliche Aktion. Ich muss noch mal wechseln. Esswein kann rein. Mölders kann raus. Bobadilla rein, damit wir nochmal torgefährlich werden. Hatte ich eigentlich auch eine Rote bekommen? Nee. Weil es kein Foul war. So viel hat sich der Schiedsrichter schon eingestanden. Zeitgleich wollen die beiden Trainer nochmal neue Leute in die Partie bringen. Wie die Stimmungslagen hier so wechseln. Das ist der Wahnsinn. Nach dem 1-0. 180 Puls bei mir. Ja. Zwei Tore später. Absolute Enttäuschung und volle Schmacht und Schande über dich. Komm, Spiel! Komm aus dem Arsch! Oh, wärst du fast rangekommen? Nee, das machst du jetzt nicht!
Manchmal gibt es Sensationen im Fußball und wir haben das Glück, die anderen werden sagen das Pech, eine solche Sensation zu erleben. Der Außenseiter, es wird Bobadilla, es war Cole, wie er das macht und... Eckball wird es geben. Eckball wird es geben, richtig. Oh, schade. Und den holt er sich locker. Locker hat er den, locker. Unbezwingbar war der Manuel Neuer heute. Unbezwingbar. Ach nee. Jetzt will ich mal eine Einschätzung von dir, Busch. Ja, wir danken euch herzlich fürs Zuschauen. Also es bleibt festzuhalten, dass du mit gleich starken Mannschaften gegen mich immerhin noch ein Unentschieden schaffst. Spielst du aber mit den Bayern gegen mich und ich habe eine unterklassige Mannschaft, dann gibst du das Spiel her. So langsam geht's. Hier, guck, hier, kein Foul. Na hier, guck, da gekriegt. Da, Beigespielt. Scheißegal. Genieß das Tor. Das war das Einzige, was du geschossen hast. Da machst du bei mir auch alles schief, ey, Alter. Hier mit Götze, hat nicht getroffen, ja. Das ist Karma, Götze. Das ist Karma. Ach. Da hab ich gepennt, ey. Und danach ging es dann eh nur noch bergab. Ja, das war absolut... Frustfaul. Unnötig. Frustfaul. Ja, aber 1-1 kannst du kein Frustfaul machen. Doch, war Frustfaul. Ah. Was ich mache, und was ich nicht mache, das kann ich entscheiden. Und ich mache bei einem 1-1 einen Brustfaul. Ja, guck mal hier. Das wäre es noch gewesen. Ja, das wäre es noch gewesen. Ja, ja, gucken wir uns die Statistiken an. Sieht man, es war ein verdienter Sieg? Ja, ganz eindeutig. Ja. Auch die Schussgenauigkeit, die bei beiden heute relativ hoch ist. Ja. Aber man merkt halt in der zweiten Halbzeit, da kam halt nichts von den Bayern. Ja. Nichts. Nochmal, es war schön mit dir zu spielen. Nö, lass uns das Spiel ruhig noch ein bisschen auswerten. Liegt jetzt nicht in meinem Interesse. Ach, warum nicht? Nee, okay. Hat trotzdem, danke. Also nee, es hat wirklich viel Spaß gemacht, ja, Daniel. Ja. Mir auch. Also ich, bis zur ersten Halbzeit, ja. Beide Spektren meiner Gelassenheit wahrgenommen heute. Ja. Ja, gut. Purer Frust und Frust. Ja. Von Frust, also himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, es war alles dabei heute. Ja, ja, ansonsten hat es hat echt unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, wenigstens eine. Fehlt nur noch die Prognose, wie geht es zum Schluss aus? Andersrum, also 1-3. 1-3? Ja. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, ob Werner spielen. Ich glaube, Werner wird nicht spielen können nach seiner Kopfverletzung oder was er hatte. Nein, Gehirnerschütterung. Oder gehe ich nicht davon aus, dass er spielt. Also dann wird es auch schwer. Hamid wird spielen. Oder Halil. Nicht Hamid. Halil. Ja. Aber ein Tor gönne ich ihn, aber 3 gönne ich den Bayern. Ich gehe von 0-2 aus. Ich denke nicht, dass Bayern einen reinkriegt. Ja, aber konterstark sind sie. Ja. Und Bayern verteidigt hoch, darf man nicht vergessen. Ja, ich sehe aber immer noch Hoffenheim. Das Spiel in Hoffenheim und so weiter. Und das wollen die nicht nochmal. Ja, das ist auch... Das wollen die nicht nochmal. Gerade gegen den bayerischen Verein. Ja, eben. Gut. Ja, dann herzliches Dank fürs Reinschalten. Herzliches Dank für Mitspielen, Daniel. Gerne. War mir eine Wonne. Und, wie immer. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal. Ja, wenn es dann zum Beispiel heißt Werder Bremen gegen Schalke 04. Bis dahin, macht's gut.